Jojojo Leute, was geht ab? Euer Danny wieder am Start. Und heute kommt mal wieder ein neues Video. Und zwar kommt heute der zweite Teil vom Supermoto-Umbau. Ich habe heute die Felgen abgeholt. Die sind endlich angekommen nach 3 Wochen. Die sehen mega, mega geil aus. Und das Neongelb, das knallt einfach so brutal. Ich habe ihn gerade bei Instagram mal ein Foto hochgeladen. Aber bei Insta, weiß ich nicht, ist die Farbe komplett anders. Da knallt das einfach null. Da sieht das so bald aus, als wäre es so normales Gelb. In Real ist es einfach so heftig, gerade in der Sonne. Und ich habe mir gedacht, heute zeige ich euch mal so ein bisschen die Teile, was ich jetzt eigentlich alles an der Husqvarna dran bauen will. Und ja, eventuell werden wir das ein oder andere noch zusammenbauen. Mal schauen. Aber erstmal zeige ich euch jetzt mal die ganzen Parts. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Highlight an, und zwar mit den Felgen. Aber wenn ich jetzt so auf der Kamera auf dem Display gucke, sieht das einfach aus wie so ein ausgewaschenes Gelb. Ja, ich bin einfach mal gespannt, wenn ich die Videos auf dem PC ziehe. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen nacharbeiten, dass das Neon mal wirklich richtig zum Vorschein kommt. Das sind Excel-Felgen. Und als Reifen habe ich von Dunlop die Mutant-Reifen drauf. Ich bin einfach mal gespannt, wie die sind. Das sind so richtige Supermotorreifen von Dunlop. Bin ich noch nie gefahren, deswegen bin ich da einfach mal gespannt, ja, wie die im Endeffekt denn sind. Aber das müssen wir erst alles zusammenbauen, um das zu testen. Achso, hinten habe ich eine 5er-Felge genommen und vorne eine 3,5er. Reifengröße habe ich drauf, weil da auch mal mega viele nachfragen. Vorne habe ich 120/70 R17 drauf. Und hinten müsste ein 160er sein. Gehen wir mal gucken. Ja, 160, 60, 17. Ja, das sind auf jeden Fall die Felgen. Fahrwerk ist ja nicht mehr original bei mir. Da habe ich ja sowieso mal härtere Federn reinmachen lassen. Das war jetzt immer beim Fahrwerkservice, sprich frisches Öl. Und ja, das ganze Innenleben wurde mal grob erneuert. Die muss ich jetzt noch ein bisschen sauber machen. Hier habe ich ja überall, ja, noch von den WP-Stickern Klebereste drauf. Und am Ende werde ich halt wieder Trick 31 machen. Und zwar habe ich hier wieder Schrumpfschlauch. Gibt es ganz günstig bei Amazon. Kann ich einfach mal verlinken. Das zieht ihr einfach nur rüber. Und dann föhnt ihr es mit einem Heißluftföhn an, dass sich das schön fest darum zieht. Und dann habt ihr eine schwarze Gabel für ganz, ganz wenig Geld. Wie gesagt, Schrumpfschlauch werde ich unten einfach mal verlinken. Ja. Auf jeden Fall geht noch ein großes Dankeschön an Dunlop raus, die mir die Reifen zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön geht an Albert raus vom Motorradersatzteile 24. Die haben mir halt auch mega viele Teile zugeschickt für den Supermotorumbau, worüber ich echt mega happy bin. Und die Teile sind einfach nur... Wo soll ich da am besten anfangen? Ich weiß es gar nicht. Fangen wir einfach mit den kleinen Sachen an. Hier haben wir einmal eine Kette in Anthrazit. Wird zu den Felgen echt Bombe aussehen, bin ich mir ziemlich sicher. Kettenrad hinten, schön in Schwarz. Oh, das sieht optisch einfach mega aus. Wie gesagt, am Ende, denke ich mal, werde ich sowieso noch ein Bikepaar machen, wenn ich alles zusammengebaut habe. Aber so könnt ihr schon mal die Teile grob sehen. Optisch natürlich ein absolutes Highlight, das Kettenrad. Habe ich schon mal gehabt auf meinen letzten Supermoto-Felgen. Aber da haben blau eloxiert, das ist das Geile. Könnt ihr einfach bei Ersatzteile 24 mal vorbeigucken. Die haben die Kettenräder in verschiedenen Farben, zum Beispiel blau eloxiert, rot eloxiert, alles mögliche, guckt einfach mal vorbei. Ja, hier haben wir eine schöne 320 mm Bremsscheibe vom Braking. Oh, guckt euch mal dieses schöne Stück Metall an. Oh, mega geil, also da freue ich mich schon drauf, wenn ich die gleich drauf bauen werde, wie das auf den Felgen aussieht. So, jetzt haben wir einen richtig geilen Leckerbissen. Sorry, dass das so laut ist hier, meine Eltern wohnen hier genau an der Schnellstraße und mein Mikrofon ist sehr empfindlich und das immer massiv auf, diese komischen Geräusche. Hier haben wir jetzt vom Motomaster die Bremszange, eine 4-Kolben-Bremszange. Auch schön in Schwarz. Das wird so, so geil aussehen auf den Felgen. Ja, ich hoffe, dass wir zumindest heute die Felgen so ein bisschen zusammenbauen. Zumindest Kettenrad drauf machen, die Bremsscheibe drauf bauen. Vielleicht schaffen wir es auch noch, die Gabel zu machen, aber die muss ich erst noch sauber machen. Und komm, sag schon, den Schrumpfschlauch rüberziehen und das alles, die Gabel einbauen. Ich kann ihn ja mal auspacken. Oh, komm, Bremssattel. So. Zack. Achtung. So, hier haben wir den Bremssattel. Alter Verwalter. Oh, ein schönes Stück. Das wird brutal aussehen. Das Gute ist bei diesem Bremssattel, wenn ihr euch das Paket kauft, habt ihr direkt noch Bremsbeläge dabei, also ihr habt den Sattel, Bremsbeläge
Und hier drin habt ihr direkt noch einen Adapter für die 320 mm Bremsscheibe. Das ist ganz wichtig, da braucht ihr einen Spezialadapter. Aber oh, hier sind sogar Schrauben mit auch dabei. Und ja, ich muss mal kurz so ein bisschen fummeln. Hier haben wir den Adapter. Sehr nice. So, das waren die ganzen Sachen. Hier drin habe ich dann noch ein paar andere Sachen bestellt. Und zwar, hier haben wir für hinten eine Bremsscheibe noch. Das ist noch eine ältere, die ich habe, aber die reicht vollkommen aus. Ansonsten habe ich einen neuen Lenker bestellt. Auch wieder vom ProTaper, der originale Lenker, der auf der Husqvarna drauf ist. Ich wechsle den nur aus, weil ja durchs Endurofahren bin ich ja öfters gestürzt. Und der Lenker, der aktuell drauf ist, der ist ein bisschen krumm. Das merkt man zwar kaum, aber ich denke mal, wenn ich auf Straße fahre, wird man das schon massiver merken. Deswegen habe ich gedacht, komm, den tausche ich aus. Ja, dann habe ich hier hinten das Heck habe ich neu bestellt. Fürs Nummernschild, weil mein altes war gebrochen. Dann natürlich Schrauben haufenweise hier unten, natürlich fürs Kettenrad, Bremsscheibe und so weiter. Hier habe ich jetzt noch Blinker. Deswegen brauchen wir Blinker, einmal ein Blinkerrelais. Und hier habe ich Laufblinker von Amazon. Ich bin einfach mal gespannt, wie die sind. Die waren halt recht günstig, haben aber eine Zulassung, also eine E-Norm, ABE. Wie gesagt, ich baue die erst dran und teste die mal und ja, und wenn die was taugen, werde ich die euch auf jeden Fall auch verlinken. Aber erstmal will ich die austesten, ne? Weil kann auch sein, dass es der übelste Schmutz ist. So, ansonsten am Moped habe ich auch schon so ein paar Sachen gemacht. Hier habe ich zum Beispiel hinten bei der Schwinge den Schwingschutz schon neu gemacht. Jetzt in Schwarz, passt natürlich besser dazu. Ja. Was habe ich noch gemacht am Moped? Achso, hier die Rahmenschützer waren vorher auch schwarze dran. Da habe ich jetzt weiße Rahmenschützer dran gemacht. Ja, Auspuff, denke ich mal, werde ich eventuell den Originalauspuff drunter bauen, weil der FMF, den ich jetzt aktuell drunter habe, ja, der sieht halt durchs Enduro-Fahren komplett ranzig schon aus, ne? Der ist auch schon gut am Gammeln überall. Deswegen denke ich mal, werde ich den tauschen. Und man darf es einfach nicht vergessen, es ist eine Enduro, die wird natürlich nie so geil dastehen wie eine Supermoto, die man immer nur auf Supermoto fährt und nur auf Straße fährt. Wie gesagt, das ist jetzt halt nur für den Sommer ein bisschen, um Vlogs zu machen, um ein paar Straßenvlogs zu machen. Deshalb baue ich die auf Supermoto um, so gut wie es geht. Und im Herbst, ja, fahre ich damit wieder Enduro, ne? Das Gute ist, denn die ganzen Teile habe ich dann zusammen. Eigentlich wollte ich mir im Herbst ja ein anderes Moped holen, eine Viertakter, eine 450 oder eine 501. Aber ja, dadurch, dass das jetzt mit dem Grundstück alles kam und dem Haus, was wir aktuell planen, habe ich gesagt, okay, das Haus geht erstmal vor. Moped kann ich früher oder später immer noch kaufen. Ja, jetzt habe ich einen Haufen Unordnung reingebracht. Ich will jetzt mal anfangen zu schrauben. Ich will noch ein bisschen was schaffen. Ach so, Dekor. Das Dekor habe ich auch schon bestellt. Also es kommt ein komplett neuer Plastiksatz drauf. Ich kann es euch ja schon mal grob verraten. Plastiksatz ist auch weiß und das Dekor da drauf ist in Chromblau und auch in Neongelb. Ziemlich clean diesmal, also ohne viel Werbung drauf, sondern wirklich richtig cleanes Dekor. Habe ich irgendwie mal Bock drauf gehabt. Ich bin einfach mal gespannt, wie am Ende alles zusammen aussieht. Wenn wir sobald wir dann alles zusammengebaut haben, bringe ich die zum TÜV hin, lasse alles eintragen. Dann brauche ich auch keine Angst mehr haben. So, jetzt habt ihr mal grob gesehen, was ich für Teile verbaue. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich denke, das Projekt wird am Ende ganz cool werden. Ich bin selbst gespannt. So Leute, jetzt hat ja so viel gelabert. Deswegen beende ich jetzt das Video an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Und seid auf jeden Fall gespannt, wie es denn weitergeht. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel